Okay, ich bin gespannt auf die Leistung, die jetzt Aschi in Wildeburg bringt. Heldene hat vorgelegt, 1,56. Heute Morgen ist Aschi der Kurzfahrer Europameister 1,56,83 gewonnen. Aber ich denke, er wird uns jetzt auch zeigen, was drin liegt. Ganz ein anderer Schwimmstil, lang und kräftig. Ich habe die Zeiten aufgeschrieben von Helge, jetzt vergleichen wir 27.0, da war Helge noch 15 Sekunden schneller, aber ganz klar, es geht hier um den Sieg und nicht um die Zeit. Da stehen wir vor in Führung vor den Italiener Martin Fanti Rovetta und dann dahinter das Feld. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Aschi noch schaut für die weiteren Endläufe. Das sieht einfach nur schön aus. Schnell, aber einfach nur schön. 56,3, aber schön ist auch schnell. Nur gerade 13 Sekunden langsamer als Helge Möhl. Und in Führung aber nur ganz knapp vor dem Italiener Marco Fanti. Ganz unterschiedliche Schwimmstile bei den beiden. Der Helge über die Frequenz und der Aschi über die Zugphase unter Wasser, über den hohen Tempo, so richtig. Ich bin gespannt, was noch auf den letzten 50 Metern drin liegt. 1,26 einsetzen, beide gleich schnell. Nach 150 Metern einen starken Beinschlag. Unter Wasser haben Sie gesehen, gerade 1,5 Meter wieder gut gemacht. Aus dem Italiener, der deutlich schneller ist als heute Morgen. Auf der letzten Rennen ist Aschi, der Kurzball-Europameister, reizt nochmal die 15 Meter aus mit seinem guten Unterwasserzug und kommt ganz souverän ins Ziel mit einer hervorragenden Zeit, die sogar, jawohl, mit Rekord bedeutet.